Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe heute ein Paket bekommen und das kommt von LR Beauty und das wurde mir kostenlos zur Verfügung gestellt, damit ich euch das einfach mal zeige und ein Teil davon werde ich auch am Ende des Videos an euch verlosen. Dann würde ich einfach sagen, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, die Sachen kommen unheimlich gut verpackt bei mir an. Ich habe den Verpackungsmüll mal entfernt und hole euch einfach mal die Box raus. Ist das nicht wunderschön? Also da sind die ganzen Produkte drin. Ihr seht ja, ne? Ich werde mich jetzt mit euch schminken, weil ich bin ungeschminkt. Hier sind die ganzen Produkte drin, die ich mir dort auch ausgesucht habe. Und dann wurde mir auch noch das ein oder andere dazugelegt. Also richtig geil. Dann habe ich hier auch noch einen Katalog, der mit beigelegt wurde. Und dann zu den ganzen Produkten auch nochmal Produktinformationen in so einem, in so einer ausgedruckten Form. Also richtig interessant. Aber ich würde sagen, ich packe mir die hier erstmal aus, breite die auf meinem Tisch aus und dann legen wir gleich mal los. Zunächst mal ist es ja ganz wichtig zu wissen, was ist dieses LR Beauty überhaupt? Also ich habe mir da mal das ein oder andere Video angeschaut, habe mich auf der Homepage umgeschaut und da geht es hauptsächlich darum, dass die Pflegeprodukte haben, die einen sehr, sehr hohen Aloe Vera Anteil haben. Sprich, die Haut dann auch sehr natürlich pflegen und das fand ich auch total interessant. Als ich mir das angeschaut habe, habe ich auch gedacht, wow, also richtig geile Produkte. Ich habe jetzt aber gerade keine Pflegeprodukte mehr ausgesucht, sondern Beauty-Produkte. Das heißt, ich werde jetzt ein Fullface schminken. Also die haben tatsächlich Pflegeprodukte für Männer, für Frauen, für alt, für jung. Für jeden ist irgendwie was mit dabei. Und hauptsächlich ist dann halt wirklich Aloe Vera so das Stichwort bei der ganzen Geschichte. Und die haben auch eine sehr gute Kosmetikreihe. Ich habe jetzt einfach so versucht, übers Internet mir dann auch die richtigen Farben rauszusuchen und bin wirklich gespannt, ob ich das so richtig hingekriegt habe. Ich habe mein Gesicht jetzt vorab einmal geprimed. So, starten möchte ich jetzt einmal mit der Foundation von Colors. Also es gibt, glaube ich, zwei Reihen bei LR Beauty. Das ist Deluxe und das ist Colors. Ich habe von beiden, ich habe das so bunt gemischt. Das ist ölfreies Make-up, feuchtigkeitsspendend und langanhaltend. Ja, so sieht das aus. Es ist eine Plastikverpackung, also eine Kunststoffverpackung und ist so schön milchig. Das mag ich sehr gerne. Hat hier oben auch so einen praktischen Pumpspender. Ihr seht, ich habe noch nichts davon ausprobiert. Das ist alles jetzt auch wirklich Live-Test, First Impression, wie auch immer. Das ist jetzt die Farbe Light Sand, die ich mir ausgesucht habe. Da bin ich ganz gespannt, aber ich denke, das sollte funktionieren. So, dann gebe ich mir das hier mal auf meinen Handrücken. Man muss bei sowas ja immer erst etwas pumpen. Da kommt was. Also, das ist ein ziemlich dickes, eine dicke Textur, die das hat. Und ist geruchslos. So, dann werde ich mir das erstmal mit einem Pinsel von BH Cosmetics in meinem Gesicht verteilen. Ich gucke jetzt auch immer ein bisschen runter, weil hier unten habe ich ja meinen Spiegel stehen. Dann sehe ich auch, was ich hier so treibe. Ihr seht, ich bin an meiner Stirn auch ein bisschen gerötet. Da hoffe ich, dass das auch entsprechend abgedeckt wird. Das wäre ganz nett. Oh ja, und die deckt echt gut. Das hat eine sehr, sehr, sehr hohe Deckkraft. So, und um das Ganze zu verblenden, weil die liegt ja noch ziemlich auf der Haut, nehme ich hier einen Wonder Sponge von Spectrum und arbeite das einfach mal in mein Gesicht ein. Also ich finde, dass die Farbe für mich tatsächlich eher was für den Sommer ist. Die hat nämlich einen ziemlichen Gelbstich, finde ich. Ne? Also das sieht man, finde ich, auch sehr gut jetzt in der Kamera. Also ansonsten finde ich sie schön. Sie fühlt sich gut auf der Haut an, hat sich aber relativ schwer verblenden lassen. Also da musste ich wirklich zusehen. Ich denke, dass es besser ist, wenn man die so partieweise aufträgt. Ich hatte die jetzt ja einmal drauf gemacht und dann verblendet. Ich glaube, dass es besser funktioniert, wenn du dir das wirklich dann immer nach und nach aufgibst. Aber ansonsten gefällt mir das von dem Ergebnis her ganz gut. Ich finde nicht, dass es fleckig aussieht. Ich finde, dass es ein relativ einheitliches, ebenmäßiges Ergebnis macht. Und ich sehe gerade, ich habe die Nase hier vergessen. Habt ihr das auch manchmal? Dass ihr dann so ein paar Stellen vergesst einfach? Ihr legt los und
Im Eifer des Gefechts werden dann so minimale Details wie die Nase vergessen. So, also von der Deckkraft her finde ich die auch gut. Also das ist schon eine deckende Foundation, aber ja, man sieht halt trotzdem bei mir dann noch das ein oder andere durch, ne? Also ein paar Dinge siehst du wohl durch, aber ich bin ja auch kein Fan von dieser extrem High-Coverage-Geschichte. Aber ansonsten finde ich, dass das Ergebnis sich definitiv sehen lassen kann. So, dann machen wir jetzt mal weiter mit dem Concealer. Bei dem Concealer habe ich mir auch einen von Colors ausgesucht. Das ist ein Concealer Stick tatsächlich in der Farbe Light Beige. Das ist die Nummer 2. 2 vor allem. Genau. Mal gucken. Ja, sieht aus, als wäre die schon ein bisschen heller als die Foundation. Und das hier ist der Stick. Das ist halt richtig so ein Creme-Stick und den trage ich mir einmal dort auf, wo ich ihn hinhaben will. Da bin ich wirklich gespannt, ob der jetzt in die Fältchen kriecht oder nicht. Weil ich den als. Also, Sticks finde ich immer sehr trocken. Und da gucken wir mal. Ja, also man sieht, dass die Farbe doch vielleicht ein bisschen zu dunkel ist. Die hätte ein bisschen heller sein dürfen. Aber, ne, habe ich mir ja selber ausgesucht. Dann arbeite ich den einfach mal mit meinem Beauty Blender ein. Und gehe dann halt auch über mein Auge, um mein Augenlid entsprechend zu primen. Also der Concealer deckt dir alles ab. Also da kannst du alles mit abdecken, was du abdecken willst. Das ist ja der Wahnsinn. Der ist sehr deckend. Ich finde die Konsistenz ein bisschen schwierig, muss ich gestehen. Ich finde es halt sehr, sehr dick, ne? Also ich versuche euch das mal zu demonstrieren. Es ist halt wirklich lippenstiftmäßig, ne? Vom Auftrag her. Ich bin eher so ein Fan, dass ich dann halt so ein bisschen was Leichteres habe. Ja, aber einarbeiten lassen hat er sich sehr gut. Er deckt sehr gut. Hätte ein bisschen heller sein können. Shame on me. Aber an sich, das Produkt hat gute Arbeit geleistet, ne? Also, was ich jetzt sagen muss, wenn ich mir das Ganze mal etwas näher angucke und Grimassen ziehe, sowas zum Beispiel. Dann finde ich, dass es hier so ein bisschen in die Poren auch gekrochen ist. Also nicht in die Falten, sondern dass mir entweder das die Foundation oder der Concealer hier unten so ein bisschen die Poren verstopft. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, werde ich dann erst im Endergebnis sehen. Ja, also noch kriecht mir auch nichts in die Fältchen oder so. Das gefällt mir noch ganz gut. Setten wir das Ganze mal. So, zum Setten habe ich hier auch von Colors das lose Puder, das Loose Powder. Und ihr seht, es ist sehr, sehr fein. Halb loses Puder. So, dann schrauben wir jetzt das mal auf. Oh, du hast hier sogar eine Puderquaste mit dabei. Das finde ich ja auch ganz hübsch, ne? Das fühlt sich auch unheimlich schön an. Wobei ich das wahrscheinlich nicht so verwenden werde, aber wir gucken mal. So, dann gucke ich mal, wie ich das aufkriege. So, hier haben wir das Puder und dann mache ich mir mal ein bisschen was davon raus auf den Deckel und dann gucken wir mal. Also es ist auf jeden Fall mit einer Farbe. Ich gucke mal, wie sich das anfühlt. Es fühlt sich schon fein an, aber jetzt nicht ultra fein, ne? Genau. Und es scheint auch einen leichten Schimmer zu haben oder es täuscht, das weiß ich noch nicht. Wir gucken mal. Ich mache mir mal ein bisschen was auf den Deckel drauf und benutze es dann erstmal zum Setten. Und dafür kann ich definitiv die Puderquaste ganz gut verwenden. Denn ich finde, dafür eignen sich diese Quasten immer sehr gut. Nehme ich mir ein bisschen was auf die Quaste drauf. Tupfe es etwas ab. Etwas mehr. Und gehe damit einmal hier zum Setten einmal drunter. Oh, das ist sehr trocken. Ich habe mir das gerade leider etwas zu sehr auf meine Wasserlinie gezogen. So, und über die anderen Stellen, wo ich den Concealer verwendet habe, gehe ich hier einfach nochmal so vorsichtig drüber. Und dann nehme ich mir einfach einen Pinsel von Evelyn und verteile das dort, wo ich halt quasi nicht baken möchte oder so, ne? Sondern wo ich einfach nur ein bisschen setten möchte und verstreiche das dann auch auf dem ganzen Gesicht. Ja. Also das lässt sich alles sehr schön verteilen und ich finde, das sieht auch alles ganz flawless aus mit dem Puder. Nachher kommt ja noch ein bisschen, das ist jetzt ja einfach nur so ein bisschen Tüdelü. Ne? Jetzt gehen wir nämlich zum spannenden Teil des Tages über und zwar möchte ich mich dem Lidschatten widmen.
Da habe ich mir aus der Reihe Deluxe einen ausgesucht. Das ist der Artistic Quattro Eyeshadow Soft Satin Wet and Dry. So sieht die Verpackung aus. Und wenn man den rausnimmt, kommt er in so einem schönen Samtsäckchen. Und ja, so sieht die Mini-Lidschattenpalette aus. Ist ja ein Quattro. Das ist total schön. Du hast hier dieses schwarze Packaging. Dann ist hier Deluxe draufgeschrieben. Also das liegt da auch richtig drauf. Hier hast du das LR draufstehen. Und dann hast du hier einen schönen Spiegel und die vier Lidschattenfarben, mit denen ich auch gerne arbeiten möchte. So sehen die Farben auf den Fingern aus. Also es sind jetzt erstmal sehr natürliche Farben. Ich bin da etwas vorsichtiger ja immer unterwegs, ne? Und dann setze ich euch hier die Swatches hin. Also die Pigmentierung gefällt mir ganz gut. Das muss ich wirklich sagen. Ne? Also du hast hier im Prinzip einen leichten Schimmerton, zwei hellere Schimmertöne und einen dunklen matten Ton. So, ich werde auch einen sehr soften Look damit schminken. Ja, dann gucken wir mal. Ich nehme hierfür meinen neuen Essence-Pinsel, den ich ja aus der Limited Edition habe, die es aktuell gibt. Und gehe zuerst einmal in diesen Taubton und gebe mir den auf mein Lid. Also von der Pigmentierung her sind die sehr dezent. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, da habe ich mir jetzt den Taubton aufgegeben. Ich ziehe den aber noch etwas höher, weil ich ja auch so ein bisschen ein, ja, wenn ich meine Augen halt aufhabe, sieht man mein Lid nicht so wirklich. Also ich habe ein bisschen ein Schlupflid und das versuche ich dann immer so ein bisschen zu kompensieren, indem ich das halt so ein bisschen hochziehe und dem Auge dann einfach nochmal ein bisschen mehr Tiefe verschaffe, ein bisschen mehr Platz verschaffe. Also mir gefällt die Farbe an sich ganz schön. Von der Pigmentierung her so lala, aber das muss sie eigentlich auch nicht sein. So, dann gebe ich mir hier in meine Lidfalte den darüber, den etwas dunkleren Ton. Auch der ist wieder ein Schimmerton, also wir arbeiten hier viel mit Schimmertönen, was ich jetzt per se nicht so schlimm finde. Ich arbeite gerne mit Schimmertönen, aber die Töne lassen sich schön verarbeiten und schön verblenden. Also die, weiß ich nicht, die fließen jetzt schon so ineinander, als würde man sagen, okay, wir gehören zusammen. Das bleibt jetzt so, du musst gar nicht mehr viel machen, Claudi. Ist schon okay. Das finde ich sehr freundlich von den Lidschatten, dass die so zusammenarbeiten. So, damit haben wir quasi eine Base gemacht. Wir haben eine Transition Shade uns gesetzt. Und jetzt möchte ich hier unten, hier außen ein bisschen das Ganze verdunkeln. Und auch auf der Innenseite, also so eine Art Halo-Eye mache ich jetzt quasi. Und weil ich das relativ dunkel haben möchte, gehe ich natürlich in den dunkelsten Ton. Wir haben vier Töne zur Auswahl, ne? Ich benutze übrigens die ganze Zeit den gleichen Pinsel. Ich bin nämlich ein Pinselmuffel und relativ faul. Und dann freut es mich, wenn ich Pinsel habe, die sich dann auch für alle verschiedenen Schritte, die ich so mache, einsetzen lassen. Das finde ich immer sehr nett von den Pinseln. Und ja, das gefällt mir dann. So, dann möchte ich mir das Ganze erstmal nach oben hin etwas verblenden. Dafür nehme ich dann wieder hier diesen Taubton. Gehe dann mit meinem BH Cosmetic Blenderpinsel rein, klopfe das ein bisschen ab und verblende das etwas nach oben, um die Kanten einfach ein bisschen softer zu machen, aber wirklich nichts Aufregendes, ne? Also ich mache da jetzt nicht viel Heckmeck von. Also ihr seht, ich habe auch kein Fallout. Nö, null. Gar kein Fallout, ne? Das gefällt mir richtig gut. Finde ich sehr praktisch. So, jetzt habe ich das so ein bisschen verblendet und jetzt gehe ich hier in den hellsten Ton. Das ist so ein pinker mit so einem Goldstich mit drin. Gehe da einfach mit dem Finger rein, weil ich das Ganze ja ein bisschen intensiver haben möchte. Und setze mir den hier auf die Mitte. Oh ja. Ne? Und der verleiht dem Ganzen dann nochmal eine schöne Dimension. Ja, das gefällt mir. So, dann mache ich hier unten einmal das Puder weg, weil ich möchte jetzt ja auch noch gleich mich unten unter meinem Auge schminken. Also der Concealer kriecht zwar nicht in die Fältchen, aber er betont sie schon so ein bisschen, ne? Also ich finde, dass ich jetzt unter dem Auge so ein bisschen trocken aussehe. Ich habe auch so ein Trockenheitsgefühl, also das finde ich jetzt nicht so geil.
Aber wir kaschieren das Ganze jetzt mal ein bisschen. dann nehme ich mir doch ganz einfach hier von, ja, von Essence. Das ist eigentlich ein Lip Brush, aber ich setze mir das ja auch gerne für unten drunter. Da gehe ich hier in diesen fast dunkelsten Ton, ne? Also hier oben links rein. Gebe mir ein bisschen was auf meinen Pinsel und presse mir das hier unten an mein Auge dran. Ne? Und schaffe so eine schöne Verbindung. Ich ziehe es auch immer nur bis zur Hälfte. So. Und für vorne nehme ich dann halt das, was ich auch hier auf mein Auge drauf gemacht habe. Diesen rosanen Ton mit dem Goldschimmer. Und setze mir das hier vorne rein. Da passiert nicht allzu viel. Leider nein. Na, in der zweiten Schicht passiert mehr. Auch wenn es nach wie vor sehr, sehr, sehr dezent wird. Ich setze mir das auch mal als Inner Corner Highlight hier rein. Aber es ist halt sehr dezent, ne? Hat nicht so viel Bums, die Palette. Joa. Dann noch einmal hier mit dem Puderpinsel drunter her. Um ein bisschen aufzuräumen. So sieht es dann erstmal aus. Ich finde es jetzt noch nicht ganz so optimal. Das wird schon werden. Mal gucken. Nee, mir gefällt es noch nicht. Ich will noch ein bisschen verblenden, weil mir das wirklich noch nicht so ganz optimal gefällt. Und auch mein Mittelpunkt möchte ich etwas mehr verstärken. Deswegen gehe ich nochmal fester rein, presse mir das richtig auf mein Augenlid drauf. Besser. Viel besser. So, als Eyeliner habe ich hier auch von der Reihe Deluxe ein Full Color Super Liner Intense Color and Long Lasting. So sieht der in der Verpackung aus. Und dann nehmen wir uns den mal hier raus. Der ist auch sehr schön. So ein Silber, auch mal was anderes. Das gefällt mir ganz gut. Und ja, so sieht er aus. Hat ein dünnes Filzspitzchen, sage ich mal. Und wenn er jetzt hier so malt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da nehme ich mir dann einen Spiegel. Da kann ich am besten den jetzt hier von der Lidschattenpalette auch nehmen. Und ja, ziehe mir dann mal einen Eyeliner. Joa, ne? Das hat einigermaßen geklappt. Ich kriege das nie so ganz symmetrisch hin. Aber das, ja, gibt dem Ganzen doch wieder mal so ein bisschen mehr Augen. Also ich mag den. Der ist wirklich schön und der ist fein, der lässt auch kleine Korrekturen zu und ja, der hat mir gut geholfen, dass ich ein einigermaßen akzeptables Ergebnis hinbekommen habe. Weitermachen. Und zwar möchte ich jetzt, was möchte ich jetzt machen? Meine Augenbrauen. Genau, Augenbrauen. Und die mache ich mit dem Perfect Brow Styler Fixing and Styling, auch von Deluxe wieder. Ja, den habe ich tatsächlich in der Farbe Bright. Ich glaube, das war das hellste, was man nehmen konnte. Aber der sieht relativ dunkel aus. Uiuiui, da bin ich gespannt. Hilfe! Bitte sei nicht zu dunkel. Ja, also der kommt hier mit so einem Bürstchen, was mich ein bisschen erschreckt. Ja, und der soll halt nur die Haare greifen und nicht die Haut. Riecht sehr alkoholisch. Wir gucken. Mal. Ah, okay. Ja, ich nehme hier wieder die kleine Palette. Komme wieder etwas näher. Ich muss hier mal aufräumen. Wie sieht das ja aus, ne? Furchtbar, furchtbar, furchtbar. So, also ihr seht das, ne? Hier oben sind die Bürstchen länger als hier unten. Also Wahnsinn. Ich versuche das mal richtig anzuwenden. Ich weiß aber nicht, ob ich das richtig mache. Wow. Hilfe. Okay, krass, der färbt wirklich nicht die Haut, sondern greift wirklich die Haare. Und das scheint, also das Ergebnis haut mich um. Das finde ich richtig, richtig geil. Also die Farbe, die passt ausnahmsweise richtig gut. Ich bin ja sonst nicht so gut und affin, was so die Farbfindung für mich so angeht, vor allem was meine Augenbrauen angeht. Da bin ich immer sehr unbeholfen, mehr oder weniger. Wahnsinn. Das finde ich jetzt krass. Das finde ich richtig krass gerade. Betont dann natürlich auch, wenn man Augenbrauen nicht so ganz so gut gezupft hat. Ne? Bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich ja zurzeit wachsen lasse, also die Augenbrauen wuchern lasse.
Eben weil ich die ein bisschen versuche größer zu kriegen, dicker zu kriegen. Das ist dann natürlich jetzt blöd, ne? Oh nein. Okay, wow. Jetzt habe ich mich aber echt vermalt, ne? Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, ich versuche das mal so ein bisschen zu retten. Und zwar nehme ich mir einfach so einen Q-Tip und versuche mal so ein bisschen das wegzumachen. Ich habe mir jetzt mal so ein ganz frisches Evelyn-Bürstchen irgendwie geholt und versuche das mal so ein bisschen auszubürsten. Oh wow. Oh wow. Oh wow, das ist hart. Okay, also ich denke, wenn man dieses Bürstchen zusammen mit dem Augenbrauenprodukt verwendet, wird es besser sein. Bei mir ist nun wirklich das Problem, dass ich hier ja auch so Härchen habe, weil ich es halt versuche wachsen zu lassen. Hier oben drauf auch und hier vorne auch. Dementsprechend sieht das Ergebnis dann nicht ganz so sauber aus. Vom Farbton her finde ich das aber sehr schön, weil der sehr schön aschig ist. Das gefällt mir richtig, richtig gut, weil es dann halt auch echt gut zu meinen blonden Haaren passt. Ja, aber für dieses Produkt würde ich persönlich bessere Augenbrauen brauchen und mehr Übung. Das auf jeden Fall. Also wenn du vielleicht ein bisschen mehr geübt bist in solchen Produkten, dann ist das auf jeden Fall was für dich. Oder wenn du halt Augenbrauen hast, die halt nicht solche Nebenläufe haben, so wie ich hier unten, ne? Dann sieht das Ganze dann auch ein bisschen anders aus. Vor allem sauberer. Und ich denke auch, dass man das in Zusammenhang mit so einer Bürste benutzen sollte. Denn damit kannst du echt schön ausbessern, ne? Ja, das gefällt mir dann auch deutlich besser. Ich werde hier mal jetzt ein bisschen noch was nachlegen, weil ich finde, dass ich da jetzt ein bisschen viel weggebürstet habe. Und ja, das mache ich nochmal eben. Aber vorsichtig. Aber es ist eine schöne Farbe, definitiv. Das gefällt mir schon, ne? Und wenn meine Augenbrauen dann irgendwann mal schön und perfekt sind und alles dann auch zu seinem richtigen Platz kommt, dann ist auch alles in Ordnung. Aber das braucht noch seine Zeit. Und was ich halt auch krass finde, wie gut dieses Produkt dann auch echt hält, ne? Also, das habe ich ja gerade beim Ausbürsten schon gemerkt, das hält bombenfest. Ich denke, dass man damit auch wirklich einen ganzen Abend feiern gehen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass irgendetwas sich bewegt. So könnte ich es doch auch lassen, oder? Ist doch auch mal ziemlich scharf. Nein, besser nicht. So, ich habe jetzt mein Bestes gegeben. Ich krieg's nicht besser hin. Finde es in Ordnung und ja, bin mir dessen bewusst, dass ich kein Augenbrauenprofi werde. Niemals. Niemals. Dann gehe ich nochmal mit diesem Foundation-Pinsel, den ich ja eben benutzt hatte, um Foundation aufzutragen, hier einmal entlang. Einfach um die Kanten nochmal so ein bisschen nachzuarbeiten, weil ich bin da ja wie so eine Irre gerade mit diesem Bürstchen erstmal drüber gegangen. So lassen wir das jetzt erstmal. Ich trage jetzt mal eben Mascara auf, denn das ist etwas, worauf ich mich immer sehr freue, weil ich liebe Mascara und Mascara ist was Tolles, was auch dem Ganzen nochmal so einen ganz, ja, so einen kompletten Look gibt. Da habe ich mir von Colors eine ausgesucht. Das ist eine Volume and Curl Mascara. So sieht die aus. Mit so einem geschwungenen Bürstchen. Riecht ein bisschen muffig. Wirklich. Naja, egal. Ich trage sie mir mal auf. Also sie ist wirklich sehr dezent, aber sie trennt die Wimpern schön und macht einen schönen Schwung rein. Also das so jetzt beim ersten Auftragen, ne? Das ist jetzt das zweite Mal getuscht auf beiden Augen. Also ihr seht richtig, dass es so einen Schwung hat, ne? Das gefällt mir. Aber ich tusche ja immer dreimal. Das mache ich einfach. Das ist so ein Spleen. Und das ist jetzt das dritte Mal getuscht. Also ich finde, dass die Wimpern schön getrennt sind, schön Volumen haben, aber sehr dezent. Also das Ganze sieht wirklich sehr natürlich aus. Aber ich finde, jetzt, wo ich dann auch Mascara drauf habe, sieht das Ganze schon wieder nach einem Make-up aus. Und vor allem das Ganze sieht nach einem Gesicht aus. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir möchten ja noch ein bisschen Blush auftragen. Den habe ich nämlich noch. Lippen habe ich auch noch. Was ich nicht habe, das ist Highlighter und Bronzer. Das werde ich dann ja separat auftragen. Das mit den Augenbrauen finde ich wirklich interessant. Das sieht sehr natürlich aus, ne? Muss ich wirklich sagen. Das braucht mehr Übung, die ich nicht habe.
aber die ich wahrscheinlich kriegen werde irgendwann mal. Aber das sieht aus, als wären das meine eigenen Augenbrauen. Kannst nichts sagen. Das sieht nicht so balkenmäßig aus, ne? Auch von Namen. Das sieht so aus, als wären das meine und als hätte ich sehr dunkle Augenbrauen. Einfach von Natur aus. Das finde ich cool. Das finde ich richtig cool, denn ich mag das mit dem natürlichen Look. Ich mag das nicht so, wenn das so gemalt aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Ich mag das lieber, wenn es natürlich aussieht. So, deswegen finde ich dieses Make-up übrigens auch sehr cool. Auch wenn nach wie vor die Foundation etwas gelbstichig aussieht. So, was möchte ich erst machen? Genau, erst mache ich mir einen Bronzer drauf. Bronzer, dann nehme ich ja von Love, mein Love Sun. Ja, ne? Ist jetzt nicht irgendwie Teil des Videos, sage ich mal. Das ist jetzt einfach nur, um den Look nachher komplett zu haben. Weil ich schlicht und ergreifend vergessen hatte, mir den mitzubestellen. Shame on me. Auch das hier ist übrigens ein Pinsel von BH Cosmetics, den ich hier verwende, um den Bronzer aufzutragen. Ich sehe schon sehr dunkel aus, ne? Aber gut. Ja, ne? Bronzer hat seinen Zweck erfüllt. Gefällt mir gut. So, dann gehen wir mal über zu dem Blush, den ich hier habe. Das ist auch von Deluxe, ein Perfect Powder Blush. Und das ist die Farbe Ruddy Rose. Das fand ich einfach vom Namen her schon so ziemlich cool. Ja, auch dieses Produkt kommt in so einem schönen Samtsäckchen, wo hier auch Deluxe nochmal draufsteht. Richtig schön. Genau die gleiche Verpackung wie bei der Lidschattenpalette. Und auch hier hast du ein Spiegelchen mit dabei und hier die zwei verschiedenen Blushes. Einen etwas dunkleren und einen etwas helleren. Sehr dezent, aber ich denke, dass die sehr gut zu mir passen werden. Ja, es ist Blushes swatchen, ne? Ja. Gut, dann nehme ich mir hier mal so einen etwas flacheren Pinsel, auch von BH Cosmetics, und gehe einfach in beide zusammen rein. Bisschen doller, weil ich mag gerne Blush. Klopfe den aber trotzdem etwas ab. Ich finde, der riecht nicht so geil. Gefällt mir jetzt nicht so ultra. Naja, aber gut. Dann mache ich. Ui! Hallo, Herr Blush! Ja, jetzt bringe ich gerade etwas Farbe in mein Gesicht. Okay. Gut. Ja, ne? I like it. Ich wurde übrigens auch schon mal gefragt, warum ich meinen Blush immer so viel verteile. Weil ich es mag. Das ist doch mal eine Antwort, oder? Ich mag es, dass ich meinen Blush hier auftrage, dann den etwas hochziehe und dann auch nach unten so ein bisschen verblende. Einfach damit sich so mein Gesicht komplett miteinander verbindet. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Damit man halt so ein, ja, keine Ahnung, so ein gleichmäßigeres Ergebnis bekommt. Natürlich habe ich dann letztendlich da, wo man normalerweise Blush aufträgt, nämlich hier am meisten. Aber ich verteile das halt. Ich blende das halt noch so ein bisschen aus, damit es am Ende halt so ein. Ja, nicht so ein balkenmäßiges Ergebnis hat, sondern so ein verbundenes Ergebnis. Das mag ich einfach viel lieber. So, das war meine Antwort. Ja, jetzt sehe ich auf jeden Fall sehr frisch aus. Der Blush gefällt mir richtig gut. Das ist eine tolle Farbe, eine schöne Pigmentierung. Und der liegt schön, 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 schön in meinem Gesicht. Mag ich leiden. So, dann mache ich mir noch mal kurz ein bisschen Highlighter drauf. Dann nehme ich hier von Make-up Revolution meine Highlighter-Palette, die ja so ultra krass geil pigmentiert ist. Also Leute, das ist. Ach, da weißt du nicht mehr, wo oben und unten ist, wenn du die benutzt. Das gebe ich mir dann auch mal als Augenbrauen-Highlight hier auf, weil ich halt echt vergessen habe, einen Highlighter mitzubestellen. Bin ich selber mit Beine. Hatte ich am Anfang irgendwas von dezent gesagt? Ich finde es überhaupt nicht mehr dezent. Null. Nee, nee, null. So ganz und gar nicht. Egal. Man muss ja auch wirklich die Produkte zeigen und den Produkten die Chance geben, zu performen. Deswegen braucht man ja nicht immer Nudie rumlaufen. So. Apropos nicht mehr Nudie rumlaufen. Ich habe mir auch einen Lippenstift mit ausgesucht. Und zwar ist es ein Glossy Lipstick von der Reihe Colors. Und das ist die Farbe Nummer 5. Crystal Plum heißt das. Finde ich total witzig von der Name, vom Namen her. So sieht der aus. Ist so einer zum Rausdrehen. Ja. Riecht beerig, riecht gut, mag ich. Und ist sehr dezent. Wirklich. Also das wird sehr glossy sein, ne? Den trage ich mir jetzt mal auf.
Da brauche ich eigentlich auch keinen Lip Liner, wenn es so ein glossiger ist. So sieht der Lippenstift jetzt aufgetragen aus und ich finde, das passt eigentlich alles wohl ganz gut zusammen, ne? Also, das gefällt mir. Wie gefällt euch denn der Look? Stimmt mal hier oben ab. Würde mich interessieren. Also, ich finde es an sich ganz schön. Ja, also könnte ich so tragen, ne? Kommen wir zum Fazit. Also, zuallererst die Foundation. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil, wenn ihr euch das mal von Namen anguckt, die liegt doch mehr auf der Haut, als dass sie sich mit der Haut verbunden hätte. Ich finde auch so auf der Stirn, ne, die betont die Falten und ich finde, dass die einen älter aussehen lässt, als man eigentlich ist. Deswegen würde ich die Foundation hier nicht unbedingt empfehlen, auch wenn sie ja eigentlich feuchtigkeitsspendend sein soll, habe ich davon nicht allzu viel bemerkt. Ja, also nee, das würde ich nicht empfehlen. Den Concealer, den würde ich auch jetzt nicht unbedingt empfehlen, den finde ich ein bisschen austrocknend auch wiederum, ne? Auch der liegt mehr auf der Haut, als dass er sich mit der Haut verbindet. Er betont die Fältchen unter den Augen. Gut, er kriecht nicht in die Fältchen. Vielleicht kann man den sehr gut verwenden, wenn man ölige Haut hat. Genauso wie auch die Foundation. Aber bei mir mit einer, ich habe keine Ahnung, normalen Haut habe ich eigentlich. Ich habe keine trockene Haut, ich habe keine ölige Haut, ich habe irgendwie einfach nur eine Haut. Würde ich den jetzt nicht unbedingt wiederverwenden. Das Puder hingegen fand ich richtig toll. Also das würde ich oder und werde ich jetzt auch weiter verwenden. Ich habe noch ein paar, die ich auch aufbrauchen muss. Also da muss ich dann einfach immer mal wieder durchwechseln. So, dann habe ich hier die Lidschattenpalette. Finde ich mega, mega schön. Aber ganz ehrlich, für den Preis, würde ich mir das tatsächlich mal nochmal überlegen. Aber an und für sich eine schöne Palette. Die haben ja auch unterschiedliche Farben, noch weitere Farben, die auch sehr, sehr schön sind, auch im bläulichen Bereich und so, ne? Aber, also, ich würde sie mir für den Preis nicht kaufen, aber ich finde sie trotzdem schön und werde sie weiter verwenden. den Eyeliner finde ich super toll, den finde ich richtig, richtig gut, der hat mir toll gefallen. Ich finde den jetzt nicht so ultra schwarz, aber er macht einen schönen Wing, ne? Also, das ist ein guter Helfer. Und dementsprechend finde ich den gut. Werde ich empfehlen. Würde ich empfehlen. Empfehle ich euch. Genau. Dann, was haben wir noch? Augenbrauen. Moment, was heißt so? Augenbrauen. Ja, finde ich mega geil. Also ich finde dieses Augenbrauenprodukt mega geil. Weil es halt so natürlich ist. Das Problem bei mir ist halt, dass mit diesen, ne, dass außen drum zu noch 5 Milliarden Wimpern drumherum kriechen und wenn man die dann damit einfärbt, sieht das echt übel aus. Aber wenn man halt so sich vorher die Augenbrauen vielleicht gemacht hat oder allgemein, ne, ordentliche Augenbrauen hat und nicht wie bei mir so eine Messi-Augenbraue, dann ist das ein geiles Produkt, weil das färbt hier wirklich nur so die Augenbrauen ein. Und ich finde den Ton für blond einfach so hammergeil. Der ist nicht so gelb oder sowas. Der ist einfach aschig, der ist passend, der ist toll, der gefällt mir. Also den kann ich euch wirklich empfehlen. Den Blush finde ich auch richtig, richtig toll. Mag ich sehr gerne leiden. Würde ich jetzt fast schon vergleichen mit dem von BH Cosmetics, den ich auch habe. Ja, wobei ich den hier besser finde, weil der keiner Schimmerpartikel mit sich drin hat. Ich finde es toll, dass der hier diesen großen Spiegel mit drin hat. Mensch, meine Sprache will nicht mehr. Ich filme aber auch gerade echt seit ein Viertelstunden schon. Dann seht ihr mal, wie lange so ein Video eigentlich braucht, ne? Genau. Also toll finde ich den. Ich finde es schön, dass der unterschiedliche Farbnuancen drin hat, um das dann halt für Winter und Sommer besser anpassen zu können. Ich finde, dass er zu mir richtig gut passt und ja, ich mag ihn. Ich mag ihn einfach. Ich finde es schön, dass die in so einem Samt-Packaging geliefert wurden. Richtig toll. Ja, dann habe ich noch die Mascara. Die, ja, weiß ich nicht. Da gibt es bessere in der Drogerie, muss ich gestehen. Die ist zwar schön, also macht ein schönes Ergebnis, aber da gibt es von Essence und Co. bessere tatsächlich. Also das wäre jetzt nicht so mein Favorit, auch wenn die gute Arbeit geleistet hat. Aber es ist mir einfach zu dezent, zu natürlich. Ich mag dann doch lieber etwas mehr Bums. Wobei die halt wirklich so ein Volumen reinmacht, ne? Die könnte ich mir gut vorstellen als Base und da drauf dann noch eine andere Mascara, um das entsprechend aufzubauen.
Das wäre eine Idee auf jeden Fall, aber dafür bin ich dann vielleicht doch zu faul, um zwei Mascaras zu verwenden. Keine Ahnung. So, und dann habe ich hier ja noch dieses Lippenprodukt und das finde ich schön. Das gefällt mir, die Farbe finde ich toll, der Auftrag ist einfach. Das ist ein total leichtes Gefühl jetzt auf den Lippen, als hättest du dir einfach nur so einen Lippenpflegestift drauf gemacht. Die Lippen fühlen sich jetzt auch an, als hätte ich irgendein lippenpflegendes Produkt drauf. Mir gefällt die Farbe, ist ein bisschen Barbie-mäßig, aber mir gefällt es einfach. Ja, ich glaube, das war's, ne? Also alles in allem Produkte, die man sich definitiv mal angucken könnte. Schaut auf jeden Fall mal auf der Homepage vorbei. Ich blende euch hier unten das mal ein, wie die Homepage heißt. Und auch unten in der Infobox kommt der Link mit rein, wo ihr mal in den Online-Shop schauen könnt. So, und jetzt kommen wir einfach mal zum spannenden Teil für dich, und zwar zur Verlosung. Ja, ich habe ja ein buntes Paket bekommen, wo ich zum einen die Make-up-Produkte zum Austesten mit da drin hatte und zum anderen habe ich noch ein paar Pflegeprodukte mitgeliefert bekommen. Die würde ich aber gerne an euch weitergeben, weil ich die aktuell einfach nicht brauche. Ich habe eine riesengroße Sammlung hinter mir in meinen Schränken überall verteilt. Ich zeige euch die ja zurzeit immer wieder so stückweise, weil sie einfach so riesig ist. Deswegen möchte ich gerne folgende Produkte an einen von euch verlosen. Und zwar haben wir hier drin eine Aloe Vera Hydra Express Face Mask. Die ist sehr groß, 75 Milliliter, also da habt ihr lange was von. Auch von dieser Aloe Vera Aloe Via Reihe Soft Skin Cream. Das ist eine Gesichtscreme, die gut Feuchtigkeit spenden soll und die Haut halt entsprechend weich machen soll. Und dann habe ich als drittes einen Augen-Make-up-Entferner von der Reihe Deluxe und da möchte ich euch einmal kurz zeigen, wie das aussieht. Das ist einfach wunderschön. Das ist so ein Zwei-Phasen-Make-up-Entferner und dann hast du hier oben so eine lilane Phase und hier unten eine durchsichtig, also eine transparente Farbe und der ist doch unheimlich schön. Das ist hier so, ja, ne, an den Ecken so, nicht an den Ecken, an den Seiten so konkav heißt das, glaube ich. Es gibt konvex und es gibt konkav und ich glaube, dass das konkav ist. Naja, ne? Der ist auf jeden Fall auch mit dabei. Was ihr dafür tun müsst, schreibe ich euch komplett unten in die Infobox rein und auch wie lange die Verlosung geht und so weiter. Steht alles in der Infobox. Schaut dort immer wieder vorbei. Ich verlinke euch da mein Leben. Alles. Alles ist da drin. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist mit den Style Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!